Hallo Livestream. Schön seid ihr jetzt auch mit dabei. Wir hatten nämlich aufgrund des kurzfristigen Ausfalls eine Lösung gesucht und klingt ihr euch jetzt bei uns hier mit ein. Eine Polizeischule bekommt einen neuen Direktor. Und das Erste, was er macht, er inspiziert das Gelände und dann trifft er auf zwei Kadetten, die eine Parkbank bewachen. Schön, hä? Und dann wundert er sich und fragt die beiden und sagt, wieso bewacht ihr diese Parkbank? Und dann sagen die beiden Kadetten, ehrlich gesagt, wir wissen es auch nicht. Aber um der Tradition willen, um die zu ehren und dem Vorgesetzten, der vor ihnen da war, zu ehren, machen wir das weiter. Ja, dieser neue Polizeidirektor, der überlegt sich und sagt, ich rufe den mal an, meinen Vorgänger, und frage den mal, was denn der Grund ist, um diese Parkbank zu bewachen. Und da rief er ihn an und dann sagt er, um ehrlich zu sein, ich weiß es auch nicht. Ich wollte die Tradition hochhalten. Und so haben wir 40 Jahre lang das gemacht, weil mein Vorgänger hat zwei Leute abgestellt, die diese Parkbank bewachen. Ich sagte, okay, gut. Er hat nicht locker gelassen und hat tatsächlich die Telefonnummer von dem Wachmann oder den Leiter dieser Schule herausgefunden, der damals diesen Auftrag gegeben hat. Jetzt 95-jährig. Und er ruft ihn an und er schildert ihm die Situation und sagt, wir haben ein Problem. Wir wissen ehrlich nicht ganz genau, warum die Parkbank bewacht wird. Da stehen zwei Wachen davor. Können Sie uns weiterhelfen? Und er erschrickt, der alte Mann, sagt, nein, ist die Farbe immer noch nicht trocken? Nun ja, es gibt Traditionen, Gewohnheiten, die man so übernimmt, aber die machen gar keinen Sinn mehr. Es gibt Abschnitte im Leben, wo gewisse Dinge passen, wo sie vielleicht auch zu dir gehören, auch zu deinem Lebensstil gehören, aber irgendwann kommt der Moment, wo unter Umständen das gar nicht mehr mit dir, mit deiner Identität zu tun hat, wo Gott vielleicht schon was ganz Neues für dich hat, was Besseres, und es ist sinnvoll, neue Gewohnheiten zu erobern, anstatt aus der Tradition heraus an dem festzuhalten, was man eben so macht. Nun, Gewohnheiten sind ja per se gar nicht was Schlechtes, im Gegenteil. Gewohnheiten sind sehr wichtig für uns. Über 30% unserer Taten im Alltag machen wir einfach aus Gewohnheit. Weiß nicht, das Erste, was du machst, wenn du morgens aufstehst, was ist das? Die Augen auf. Ja, das ist nicht schlecht. Aber ich wette, dass du in der Regel einen gewissen Rhythmus hast, eine gewisse Gewohnheit, eine Abfolge, weil sich das gut anfühlt, weil du so leicht in den Tag reinkommst und vielleicht auch den Tag dann ganz ähnlich beendest. Gewohnheiten helfen uns, dass wir nicht ständig über etwas nachdenken müssen, ist das richtig, ist das falsch, ist das so machen, sondern Gewohnheiten helfen uns, dass auch Stabilität und Ruhe und Frieden in unserem Leben einkehren kann. Dass wir nicht ständig einen großen Aufwand auf uns nehmen müssen, gedanklich oder vielleicht auch von Taten, von Überlegungen, damit wir sicherer, gemütlicher unterwegs sein können. Nun, in der Bibel im Alten Testament, da wird das Wort Gewohnheit häufig anders gebraucht, nicht direkt Gewohnheit, sondern mit Weg oder Straße beschrieben. Da gibt es in Sprüche 22, Vers 6 folgende Aussage. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Also gewöhne deinen Burschen, deinen Jungen an gute Dinge, an Höflichkeit, nett zu sein, vielleicht auch mutig zu sein, bedacht zu sein,
nicht zu impulsiv, aber auch nicht so eine lahme Ente zu sein, sondern gewöhn ihn an das Leben, damit umgehen zu können, dann wird er diese Dinge bis zum Lebensende umsetzen. Wow! Ist das langweilig oder ist das gut? Ist das hilfreich oder ist das gefährlich? Nun, es kann beides sein. Es gibt Gewohnheiten, die uns herausfordern, vielleicht Denkmuster aus der Familie auch, Traditionen, die durchaus hinderlich sein können. Und dann ist es gut, darüber zu gehen, und es gibt eine gute Botschaft. Nicht jede schlechte Gewohnheit musst du bis zum Lebensende mitnehmen, sondern du kannst dich verändern, du kannst dein Denken verändern, und der Heilige Geist ist dazu da, um es da hineinzuführen, was Gutes, welche guten Gedanken Gott für uns hat. Aber es gibt definitiv gute Gewohnheiten, die uns helfen, den Alltag zu bestehen. In Lukas 22, Vers 39 heißt es, und er, Jesus, ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Ja, weil das die Tradition von Jesus war, zum Ölberg zu gehen, vermutlich ein ganz schöner Platz, ich war noch nicht dort, würde das mal sehr gerne machen. Aber Jesus hat eine Gewohnheit sich antrainiert, dass dort in der Natur, da kann ich meinem Vater begegnen. Das ist eine Art, wie ich Nähe kriege zu ihm, wo ich mich fallen lassen kann, wo ich beten kann und wo ich sein kann. Das ist eine Gewohnheit, die Jesus sich antrainiert hat. Und die Jünger konnten gar nicht anders. Die haben ihn immer gesucht und wussten, der ist vermutlich beim Ölberg. Und haben vermutlich auch allmählich angefangen, weil sie Nachfolger von Jesus waren, eine ähnliche Gewohnheit in ihr Leben hineinzubekommen. In Lukas 4, Vers 16 heißt es, und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Selbst Jesus, der ständig geführt war vom Heiligen Geist, hatte Gewohnheiten, weil sie gut sind, weil Gott uns in diesen Gewohnheiten begegnet und Stärke und Stabilität und Hilfe gibt, gerade dann, wenn unser Leben auch durchgeschüttelt wird, auch dann, wenn wir mal Fragezeichen haben, weil wir gute Gewohnheiten haben, können wir, auch wenn wir emotional vielleicht herausgefordert sind oder gedanklich, auf dem Weg, auf dieser Straße bleiben, die Schutz gibt und ohne die Böschung hinunterzurutschen. In Römer 12, Vers 2 heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was Paulus hier schreibt, ist, wir haben Gedankengewohnheiten. Wir haben gewisse Muster, wie wir vielleicht in gewissen Situationen reagieren, welche Gedanken sofort losgehen, wo wir vielleicht stark beurteilend unterwegs sind, vielleicht kritisch, vielleicht ängstlich in solche Muster hineinkommen. Und er sagt, diese Maßstäbe, die wir vielleicht antrainiert bekommen haben, wie man so in der Welt halt so denkt, die dürfen wir neu lernen, wie Gott eigentlich möchte, wie wir denken. Also Gott erlaubt es sich dir zu sagen, manchmal bist du auf dem Holzweg gedanklich. Es lohnt sich, Erneuerung zuzulassen und neue Gedankengewohnheiten einzutrainieren, die Leben sind. Nun, Gewohnheiten, die können helfen, Frieden und Ruhe zu bringen, lebensspendend zu sein, aber sie können, wie ich auch schon gesagt, herausfordern. Wir haben einen Hund, der ist jetzt 10 Monate alt und wir gehen mit dem Gassi. Und das ist eine super Gewohnheit, jeden Tag mit dem Gassi zu gehen. Das ist auch für uns als Ehe ganz toll, weil wir dadurch nicht gezwungen sind, aber einfach, wie schon sagen, hey, ich komme, wartest du noch auf mich? Ich komme dann mit spazieren, wenn du mit dem Hund Gassi gehst. Und so haben wir jeden Tag Spaziergänge und Austausch als Ehepaar. Nicht immer, was weiß ich, wie tief. Aber wir teilen das Herz. Und ich stelle fest, das ist so eine gute Gewohnheit, einen Hund zu haben, der dir hilft,
dass du redest. Und beim Spazierengehen redet man einfach. Zu Hause auf dem Sofa, da bist du vielleicht schneller am Handy. Du bist vielleicht schneller hinter dem Buch. Aber beim Spazierengehen ist das eine wunderschöne Sache. Aber unser Hund, der hat eine Angewohnheit. Der hat doch nicht gelernt, geradeaus zu laufen. Der macht Zickzack. Der ist an der Leine und einmal läuft er nach links und meine Frau muss über die Leine gehen und dann nach rechts und das wird schon besser. Aber wir sind dabei, ihm etwas Neues anzugewöhnen, damit er ruhiger wird. Damit Ruhe reinkommt in unserem Spaziergang. Und so gibt es etwas, was wir erobern dürfen, dass wir zwar mit den guten Dingen unterwegs sind, aber Gott möchte neue Gewohnheiten geben, damit Ruhe, damit sich Frieden ausbreitet. Ich erinnere mich daran, dass wir vor einigen Jahren unterwegs waren. Wir haben, glaube ich, ein Camp besucht, meine Frau und ich, was schon angefangen hatte. Und wir waren einfach Besucher, um die Leute zu ermutigen. Und ich habe so im Navi die Adresse eingegeben und bin losgefahren. Und irgendwann merke ich, das Navi führt mich irgendwo hin. Ich bin irgendwo auf dem Land gelandet und ich merkte, jetzt funktioniert es nicht. Und während der Fahrt fing ich an, dann neu zu programmieren. Und meine Frau sagte, hast du denn nicht im Vorfeld in die Karte hineingeschaut? Ich sage, nö. Und in dem Moment merkten wir beide, dass Gott durch sie spricht. Es war ein ganz spezieller Moment. Und wo Gott etwas in mein Leben einweben wollte, sagt, für gewisse Dinge brauchst du eine andere Vorbereitung, Martin. Und das habe ich mir zu Herzen genommen, habe gemerkt, ich darf mir eine neue Gewohnheit in verschiedenen Lebensabschnitten oder gewissen Themen des Lebens aneignen, wo ich von es liebe. Ich bin ein spontaner Mensch, ich liebe das, ich brauche das. Da ist Energie drin, das macht Spaß, liebe Leute. So funktioniere ich. Da muss ich nicht immer alles ganz genau gleich haben. Aber ich muss mir die Gewohnheit aneignen, dass ich manche Dinge, nicht alles, anders angehe. Gott sei Dank kann man sich verändern, oder? Ja. Yeah! Das hat ein paar Jahre gebraucht. Gut. Eben, ich habe schon gesagt, man kann sich Sorgen machen, die Gewohnheit, da vielleicht reinzukommen. Vielleicht hast du die Gewohnheit, immer zu interpretieren, was Leute sagen, obwohl die gar nichts gesagt haben, aber du interpretierst. Vielleicht bist du dabei, dass du frisch verheiratet bist und hast noch die Angewohnheit, wie mein Schwiegervater, auswärts zu essen und der Frau nicht zu sagen, dass du zum Essen nicht kommst. Und sie hat gekocht. Er war noch so in seinem Single-Dasein unterwegs. Und am Abend kommt sie nach Hause und er hat gedacht, oh, die Bratwurst war lecker am Stand. Und sie sagt, ich habe für dich gekocht. Er musste seine Gewohnheit aufgeben und in das Neue hineinkommen, als Ehepaar anzukommen. Vielleicht als Elternteil. Es braucht immer wieder so ein über die Bücher gehen in diesen verschiedenen Bereichen des Lebens. Die Bibel sagt in Epheser 4, Vers 22, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es geht wirklich darum, was Altes loszuwerden, abzuziehen, zu sagen, das gehört ja gar nicht mehr zu mir. Ich bin eine neue Schöpfung. Dieses Denken passt ja gar nicht mehr zu mir. Diese Handlung, diese Gewohnheiten, diese Homepage-Seiten, die passen ja gar nicht mehr zu mir. Ich darf mir was Neues anziehen. Ich ziehe es mal wieder an, auch wenn es jetzt nichts Neues ist. Aber es gibt ja auch gute Gewohnheiten. Im Römer 12, Vers 21 heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Also mit anderen Worten, fokussiere dich, wenn du schlechte Gewohnheiten hast, nicht so sehr darauf, was nicht ist, sondern fang an, auf das dich auszurichten, was Gott über dich sagt. Was er für dich hat, auf das Neue, weil wenn du dich mit dem Neuen beschäftigst, dann wirst du dich auch in diese Richtung bewegen. Für mich ist da der Klassiker, als ich gesehen habe, wie unsere Kinder Fahrradfahren gelernt haben. Und sie hatten das Bedürfnis, uns zu zeigen, wie sie fahren können und haben dabei immer zu uns geschaut. Und der Busch nebendran, da sind sie dann reingefahren oder ich musste rufen, du musst nach vorne schauen, nicht zu mir.
brauchten sie eine Gewohnheit, die sie sich antrainieren durften. Und so ist es auch in unserem Leben. Schau dorthin, in die Richtung, wo Gott dich hinführen will, wie er über dich denkt. Lest darüber das Wort Gottes. Lass dich ermutigen und du wirst dich Stück für Stück in das Bild verwandeln, was Gott für dich hat. Verschiedene lebensspendende Gewohnheiten, die ich heute Morgen mal hier uns so mitgeben möchte, in den Raum stellen möchte. Ich habe zu meiner Frau heute Morgen gesagt, es gibt so viele gute lebensspendende Gewohnheiten. Ich kann gar nicht alle bringen. Das ist nicht komplett. Das ist mal einfach ein kleiner Teil von dem, was wir entdecken dürfen. Eine lebensspendende Gewohnheit ist es, mit der Wahrheit wahrhaftig umzugehen. In Johannes 8, Vers 32 heißt es, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich lade dich ein, die Gewohnheit in deinem Leben aufzubauen, ehrlich mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen und mit Gott zu sein. Das ist nicht immer einfach. Es ist manchmal schmerzvoll, aber es macht frei. Es ist Lebensspenden, wenn wir nicht hinschauen, was eigentlich Triggerpunkte in unserem Leben sind. Wenn ich nicht hinschaue, warum ich mich immer wieder zurückziehe und immer das Gefühl habe, die anderen sind ja so blöde. Wenn ich nicht auf das schaue, was unter Umständen in meinem Leben vorhanden ist und ich die Wahrheit nicht zulasse, ich werde nicht frei. Die Bibel sagt, den Demütigen gibt der Herr Gnade. Derjenige, der es zulässt, wahrhaftig zu sein. Demütig heißt nicht mit Asche herumzulaufen, sondern demütig heißt einfach die Stellung, die Position ganz gelassen einzunehmen, da wo ich die ich habe. Und sagt Jesus, ich habe gerade die Liebe nicht. Ich habe gerade die Kraft nicht. Ich habe gerade die Weisheit nicht. Ich tue auch nicht so, auch wenn ich als Christ vielleicht so sein sollte, mag sein, aber ich hab's nicht. Und das nimmt Gott ernst und sagt, dem Demütigen gibt er Gnade, nicht denjenigen, der sich krampfhaft versucht, selber zu erlösen oder zu helfen. Das muss man manchmal aushalten können und das ist nicht so einfach. Zu sich selber zu stehen, dass etwas noch nicht so ist und nicht schön zu reden. Aber ich möchte sagen, Jesus wird dir darin begegnen und sagen, wird dir sagen, und du bist so liebenswürdig, ich habe dich vorher geliebt und jetzt. Und ich werde mit dir den Weg gehen, dass du neue Gewohnheiten eintrainieren kannst. Ich habe eine ganz gute Aussage von einem Leiter mal gelesen, der hat gesagt, stell dir als Leiter, als Mensch die Frage, was ist für mich Erfolg? Und sei ehrlich mit dir selber. Was ist wirklich für dich Erfolg? Ist für dich Erfolg, dass andere sagen, hey, das hast du so gut gemacht? Das kann durchaus sein. Wir alle sind doch Menschen, oder? Haben Bedürfnisse. Aber wenn das wirklich mein Erfolg ist, dann werde ich immer diesem Ziel dienen, dass andere mich loben. Dass meine Gefühle dann aufgebaut sind, wenn andere das gut finden. Und wenn sie es nicht gut finden, dann finde ich mich in einer Realität wieder, die mich runterzieht. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du einzigartig und gut geschaffen bist, dass Gott dich bedingungslos liebt. Aber dieser ehrliche Umgang, mal darüber nachzudenken, was ist mir wirklich wichtig, worin investiere ich denn meine Finanzen, mal ein Konto auszudrucken, ganz ehrlich, wohin fließt das denn? Meine Zeit, mal den Kalender rauszunehmen, mal ganz ehrlich reinzuschauen, für was lebe ich? Ich glaube, dass das heilsam ist und lebensspendend sein wird, weil das die Möglichkeit gibt, festzustellen, hey, ich mache Dinge richtig gut. Oder zu merken, ich darf noch was lernen und entspannt mit Gottes Hilfe da unterwegs sein. Eine zweite lebensspendende Sache, die ich uns mitgeben möchte, Jesus in deine Situation hineinzuholen, die Erkenntnis Gottes über deine Situation zu bekommen.
stelle fest, dass wir häufig so selber, es geht mir ja auch so, dann versuche ich zu hinterfragen, was steckt denn da dahinter, wie schaffen wir einen Lösungsweg? Die Bibel sagt uns, Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwürfe gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also Gott sagt, du darfst bitten bei mir um Weisheit, wenn du Durchblick brauchst. Wir dürfen die Hilfe Gottes in jeder Situation unseres Lebens reinholen. Und ich lade dich ein, das zu einer Gewohnheit zu machen. Warum? Weil Gott es gut meint mit dir. Und weil er weiß, welche Schritte, welche Gedanken gut sind. Wie fühlt sich das an, wenn du im Wort Gottes liest in so einer Situation, wo du ihn suchst um Erkenntnis und er ruft dir zu? Fürchte dich nicht. Wow. Das trägt durch. Da ist so viel drin in diesen paar Worten, was dir Orientierung und Sicherheit und sogar Kraft gibt. Wir brauchen die Erkenntnis Gottes, wie er die Dinge sieht, wo er ist in dieser Situation. Und wenn er dir zuruft, fürchte dich nicht. Wie darfst du dein Leben? Furchtlos. Voller Freude. Ein dritter Punkt, ich sehe, ihr habt das schon alles eingeblendet hier, ist, das ging heute Morgen irgendwie nicht anders, aber ist gut, habt ihr die Bibelstellen auch schon, ist, nimm Hilfe und Ergänzung in Anspruch. Ich glaube, das ist dermaßen was Lebensspendendes, wenn wir nicht alleine unterwegs sind. In Sprüche 11, Vers 14 heißt es, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Sprüche 15, Vers 22, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Sprüche 24, Vers 6, denn durch viele weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Wenn du bisher deinen Ratschlag innerhalb deiner zwei Ohren dazwischen gesucht hast, dann möchte ich dich einladen, das zu erweitern, den Raum. Es gibt so viele Menschen, die Lebenserfahrung haben, die Dinge mit Gott durchgerungen haben, denen Gott für dich etwas schenkt, weil wir so funktionieren, wir sind ein Leib. Und das Ohr allein, das hört zwar gut, aber das sieht nicht gut. Und das Auge allein, das sieht zwar gut, aber hört nicht gut. Wir gehören zusammen. Wir brauchen den Rat anderer. Und es ist eine gute Sache vor schwerwiegenden Entscheidungen und auch sonst, ehrlich gesagt, andere mal zu fragen, was denkst denn du darüber? Was glaubt ihr, warum unter anderem Gott Hirtenschaft geschenkt hat? Da hat er eine Verheißung reingegeben, dass andere Leute etwas für dich haben, wo man sich auch anlehnen darf. Heißt ja nicht, du musst das alles machen. Aber es ist weise, seinen Hirten, und es ist ja nicht nur ich hier in der Gemeinde, andere zu fragen, was denkst du? Und in der Regel machen wir dann Folgendes, komm, wir schauen mal, was sagt das Wort Gottes dazu. Habt ihr auch nicht alle Weisheit, aber das hilft uns. Eine lebensspendende Gewohnheit ist es, ordne deine Prioritäten. Ich habe mal so einen Versuch gehört von einem Professor, der das mal gemacht hat, vielleicht habt ihr das auch mal gehört, der hat so ein Glas aufgestellt und hat dann große Steinblöcke dort nebendran gehabt und dann hat er kleinere Steine, Kieselsteine gehabt und Sand und Wasser. Und dann hat er erst die großen Steine reingetan und dann hat er gesagt, hat es noch Platz? Und die Studenten, ja, die Kieselsteine versuchen wir auch noch reinzukriegen. Und dann haben die nachgegossen und es sah schon ziemlich voll aus. Und dann hat es noch Platz? Und sie sagt, nee, hat keinen Platz mehr. Und dann dachte, ja, ich schüttel das mal. Dann hat er das Glas geschüttelt und siehe da, dann hat er den Sand rein drüber gegossen und der ging zwischen die Ritzen rein bei den Kieselsteinen. Hat es noch Platz? Nein, hat keinen Platz mehr. Dann ich schüttel nochmal. Dann hat er Wasser oben drauf geleert und siehe da, sogar das Wasser ging in diesen Behälter rein. Und dann hat er die Studenten gefragt, was lehrt uns dieses Experiment?
Und dann rief ein Student rein: Wenn du denkst, es reicht schon, dann kannst du immer noch eine Schippe drauflegen. Du kannst immer noch mehr. Ich sagte: Nein, es geht nicht darum, noch mehr, noch mehr, noch mehr, sondern du musst in der richtigen Reihenfolge die Dinge in deinem Leben ordnen. Und wenn du die Dinge ordnest, dann kann Gott das andere dir helfen, Stück für Stück mit reinzuweben. Aber wenn die Prioritäten nicht richtig gesetzt sind, funktioniert das nicht. Du kriegst nachher die großen Steine nicht mehr rein. Was sind die wirklich wichtigen Prioritäten? In Johannes 14, Vers 6 heißt es, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Nun, allein das wäre ja schon eine Predigt wert, über diesen Text mal eine Auslegung zu machen. Aber ich möchte einen Punkt rausnehmen. Er sagt: Ich bin das Leben. Wenn du Leben suchst, wenn du Ruhe suchst, wenn du Erfüllung suchst, dann sagt Gott dir: Ich bin das Leben. Da braucht man Erkenntnis zu. Wir bauen so viel in unser Leben ein, damit wir haben, das Gefühl haben, dass es Lifestyle, das lohnt es sich zu leben. Aber Gott sagt: Nein, das ist schön, das ist Beigemüse. Ich bin alles, wonach du dich sehnst. Ich selber bin das Leben. Ich kann es euch nicht anders sagen. Den Rest muss der Geist Gottes machen. Wenn man das erkannt hat, dann wird dein Leben ruhig. Dann kann sich Frieden einstellen, weil der Friedefürst selber, Jesus Christus, Wohnung genommen hat. Er ist da. Ich bin, der ich bin, der in sich selber ruht. Er ist das Leben. So, er möchte nicht dein Leben einfach schöner gestalten, da hilft er dir, weil er dich lieb hat, weil wir mit zwei Beinen auf dieser Welt rumlaufen sollen und das ausfüllen sollen, was Gott uns hier gibt. Aber das Leben selber ist er. Schau, wenn dein Ehepartner wegstirbt, du hast immer noch das Leben. Wenn dein Kind früher sterben sollte, ich sage, das sind keine einfachen Themen, versteht mich richtig. Du hast immer noch das Leben. Wenn dein Finanzplatz, dein Arbeitgeber wegfällt, du hast immer noch das Leben. Wenn irgendwelche materiellen Dinge irgendwie zu Schrott werden, verblühen oder was auch immer, du hast immer noch das Leben. Selbst wenn Freunde aus deinem Leben herausgehen, du hast immer noch das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Frage ist er die Priorität in unser Leben, dass da heraus die Freude und die Kraft kommen kann? Ordne ich mein Leben darum oder ordne ich es um andere Dinge, wo ich merke, wenn die mir wegfallen, Hilfe, was passiert? Aber wenn ich in dem Zentrum des Lebens selber stehe, dann wackelt mein Leben nicht so, sondern ich darf in einer Sicherheit unterwegs sein. Er hat alles, was ich brauche. Nun, ich habe auch meine Wünsche, die darf ich haben. Und es ist schön, da freue ich mich drüber. Aber er ist das Leben. Insofern lade ich dich ein, zur Ordnung, zur Priorität, zur Planung, ganz spezielle Tools, nicht spezielle, auch etwas ganz Praktisches zu tun. Ich glaube, Ordnung, Prioritäten in unserem Leben richtig zu ordnen, hilft uns, dass wir mental, emotional, körperlich und geistliche volle Tanks haben. Und das ist nicht immer leicht, sondern wir dürfen erleben, was in 1. Timotheus 4, Vers 16 steht: Habe Acht auf dich selbst. Ehrlich gesagt, es gibt Dinge, die kannst nur du für dich tun.
Im Kalender gewisse Termine reinschreiben und andere zu streichen, das kannst nur du. Und wenn das jemand anders für dich macht, dann müsst du vermutlich ein bisschen mündiger werden. Aber planen, einen Rhythmus sich zu geben im Leben, wie es Jahreszeiten gibt, wie es sonst auch in der Natur verschiedene Rhythmen gibt, helfen uns, in eine lebensspendende Ruhe hineinzukommen. Sprüche 20, Vers 18, da heißt es, Pläne kommen durch Beratung zustande und mit weiser Überlegung führe Krieg. Es braucht Planung, du sollst nicht Krieg führen. Aber es geht darum, dass wir Dinge bewältigen dürfen in unserem Leben. Ich möchte dich ganz stark ermutigen, folgendes Prinzip zu beherzigen, wenn du es noch nicht tust. Es gibt gewisse Dinge, die sind für ein ganzes Jahr gut, einmal einzuplanen. Anderes ist hilfreich, sie monatlich einzuplanen, anderes wöchentlich und anderes täglich. Nicht alles kriegst du an einen Tag rein. Aber wenn wir in einen Rhythmus reinkommen, der uns hilft, dann kommt Ruhe und stellt sich Ruhe rein. Wir haben zweimal im Jahr als Gemeinde eine Gebetswoche. Einmal eine Fasten- und Gebetswoche im Januar, um den ganzen Speck von Weihnachten und von Silvester wieder loszuwerden und geistlich fit zu sein. Und dann haben wir die Gebetswoche nochmal im August und September. Ich lade dich herzlich ein, schreib sie dir jetzt schon ein für in deine Agenda. Warum? Weil die Zeit, weil der Kalender so schnell gefüllt ist. Wenn ich das Wichtige, das, was ich brauche, um Begegnung zu haben, um Austausch zu haben mit Gott, mit anderen Menschen, Gott zu feiern, einplane in meinem Leben, dann wird sich dort etwas Wichtiges manifestieren können. Dann wird Gott mir begegnen können. Das kann ich nicht jede Woche. Aber ich kann es planen und sagt Jesus, und ich gebe dir diese Zeit, ich block die Abende. Und vielleicht kann ich mir sogar einen Vormittag rausblocken, jetzt schon, weil ich es jetzt mache. Und ich möchte dir begegnen und ich bitte dich, dass du mir begegnest. Was glaubt ihr, was Gott vorhat? Ich glaube, er nimmt diese Planung ernst, weil er weiß, es kostet dich etwas. Ich versuche in der Regel zweimal im Jahr eine Zeit zu nehmen von mehreren Tagen, wo ich mich rausnehme, wo meine Frau mich freisetzt, bin ich so dankbar, wo ich mich zurückziehen kann und einfach Zeit mit Gott habe. Manchmal ein Buch mitnehme, einfach manchmal Themen mitnehme für die Gemeinde und auch manchmal private Themen, wo ich einfach mich zurückziehe und sage, Gott, begegne mir darin. Wenn ich das nicht plane, wenn ich es mir nicht in meine Agenda einschreibe, wisst ihr, was passiert? Gar nichts. Ich suche jetzt mit einem Kollegen nach einem Termin und dieses Jahr schaffen wir es nicht mehr zusammen, in so eine Retrete zu gehen. Wir werden auf 2023 gehen. Ich muss es planen. Ich muss die Agenda rausholen und mir das notieren, weil es mir wichtig ist. Und so gibt es Themen, das kann in deiner Beziehung mit Gott sein, das kann für deine Ehe sein, das kann für deine Kinder sein, das kann vielleicht für deine Entwicklung im Berufsleben sein. Gott lädt uns ein, zu planen, vorauszudenken, planen, damit das Wichtige in unserem Leben Bestand hat. Es gibt das Jährliche, es gibt das Monatliche. Vielleicht sagst du, ich liebe es, die Bibel zu lesen, aber am Morgen ein Bibelstudium, ganz ehrlich, das schaffe ich nicht. Ich habe noch ein bisschen was anderes zu tun. Aber vielleicht kriege ich es einmal im Monat an einem Samstagmorgen hin, mich eine Stunde rauszunehmen. Und dann hole ich meine Konkordanz, dann hole ich mein Lexikon und lese da durch und dann, wow! Vielleicht ist das ein Rhythmus, der dir zusagt. Das kann deine Beziehung zu Gott fördern, da kann er Weisheit bringen. Aber vielleicht geht es auch um was ganz anderes in deinem Leben, dass dein emotionaler Tank gefüllt ist, dass vielleicht der emotionale Tank deiner Beziehung gefüllt ist, dass du dir sagst, einmal im Monat mache ich ein Date mit meiner Frau fix fest, weil es kommt nicht zustande, wir kennen das. Wow. Wenn ich es nicht plane, kommt es nicht. So viele Termine, das sind beide sehr leidenschaftliche Leute, wir haben viele Ideen, wenn ich es nicht plane, kommt es nicht. Und es gibt Dinge, die kann ich wöchentlich machen. Vielleicht ist es für dich dran, wöchentlich einmal Sport zu machen, weil dein Körper sonst einfach nicht mehr lange mitmacht.
ich habe zurzeit Physiotherapie und da muss man so Übungen zum Teil machen. Und die lernt man ja in der Physiotherapie, damit man die zu Hause macht. Täglich. Aufgrund eures Lachens stelle ich fest, dass es nicht nur mir so geht. Ich habe keinen Bock auf diese Übung. Und ich denke auch nicht dran. Ich merke, die helfen, aber ich habe keine Gewohnheit in diesem Bereich. Ich muss mir das antrainieren. Und wenn ich schon dreimal die Woche schaffe, dann darf ich das feiern und sage, ja, mehr wie letzte Woche. Du musst die Dinge auch feiern, übrigens auch eine gute Gewohnheit. Guck nicht nur auf das, was nicht ist, guck auf das, was schon geworden ist. Ganz wichtige Gewohnheit. Wir sind immer auf Wegen unterwegs. Wir schaffen die Leiter nicht mit einem Tritt. Da hat es viele Stufen, damit wir das dann Stück für Stück erobern. Aber ich lade dich ein, das für ein geistliches, wichtiges Prinzip zu nehmen, eine Gewohnheit zu planen. Mit Jesus darüber zu reden und zu sagen, was möchtest du für meine Ehe tun? Wie? Hol deine Agenda raus und schreib's ein und block das einfach. Ich habe in den letzten Tagen den Gedanken gehabt, was ich mit einem meiner Söhne machen soll. Und ich denke, oh, das wird mir auch Spaß machen. Wird ein bisschen das Portemonnaie belasten, aber wenn es mir wichtig ist, weil er mir wichtig ist, dann sollte ich es planen. Ein weiterer Schritt ist, bleibe ein Lernender. Philipper 3, Vers 13, da heißt es, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Paulus, hallo, der hat doch alles begriffen, oder? Nur irgendwie gefühlt alles erlebt. Eines aber tue ich, vergesse, was da hinten ist. Und streck mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus. Er hat eine Entscheidung getroffen, ich gucke nicht nur zurück, oh, mein Leben war voll und waren gute Dinge, sondern dachte, ich habe nach wie vor eine Spannkraft, ich habe noch was zu lernen, ich habe noch was zu erobern. Ich bleibe nicht dort einfach hocken auf meinem Sofa, sondern ich stehe auf und will noch mehr und richte mich aus nach dem, was es da zu holen gibt, damit ich den Kampfpreis im Himmel abhole. Das, was ich bekommen werde, was Gott für mich hat. Ich lade dich ein, bleib ein Lernender, eine Lernende. Umarme Veränderung, auch wenn es dir schwerfällt. Ich habe gemerkt, ich liebe Veränderung und habe festgestellt, das liegt gar nicht jedem so. Die stress ich. Ich stress manche Leute. Ich versuche dir gern zu helfen. Aber ich habe gemerkt, ich kann auch was lernen. Ständig Veränderung, das ist nicht in meinem Leben so, nicht, dass man mich falsch versteht, ja, bringt nicht ständig Besseres hervor. Es braucht Ruhe, es braucht Gewohnheit, es braucht Menschen, die stetig Dinge so gerne tun. Ich bin das nicht. Aber es braucht immer wieder Veränderung, dass der Heilige Geist uns in Prozesse mit hineinnehmen darf, unser Denken erneuern kann, Gemeinde erneuern darf. Permanent. Wie ein Paulus, der sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Es war gut für damals, aber es gibt was Neues. Wir leben in der jetzigen Zeit mit den jetzigen Menschen, die anders ticken als früher. Und ich möchte im Heute unterwegs sein und Kirche bauen und Reich Gottes bauen. Nicht das, was gestern war. Ihr auch? Yes. War noch ein bisschen wenig. Zwei sind dabei. Nein, ich weiß mehr. Aber wisst ihr, es ist so schön, mit Gott unterwegs zu sein. Es lebt. Ist nicht eine abgestandene Brühe. So, selbst Mose hat noch dazugelernt, neue Strukturen, Veränderungen zulassen. Häufig dürfen wir es in kleinen Schritten tun. Und was ich hier jetzt noch habe, oh Mann, die Zeit, wir hatten die so beschleunigt. Ich gebe Gas, das ist noch wichtig. Es geht nicht um dich, nimm dich nicht so wichtig. Ich habe ganz einen tollen Vers für uns heute Morgen hier.
Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also hier auf der Erde, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wir sagen manchmal unseren Kindern, der ich will oder die ich will, ist tot. Ist gestorben. Ich will aber. Nö. Das hilft manchmal, dass wir feststellen und innehalten und sagen, wem gehöre ich eigentlich? Wessen Wille will ich eigentlich tun? Möchte ich den Willen des Vaters tun, der es immer gut meint mit mir? Aber mein Recht, das ich habe, wie die sich benommen haben oder die Person oder mein Ehepartner, mir steht das Recht aber zu. Und Gott sagt, das hast du schon längst abgegeben. Es gehört schon längst mir. Wisst ihr, dass diese Entscheidung lebensspendende Ruhe für dich bringen kann? Wenn du aufhörst, an deinem Recht festzuhalten und Gottes hinzuwerfen, sagst, Gott, schau du für mich. Ich möchte meinen Ehepartner nicht verändern. Wir dürfen uns Feedbacks geben, aber er ist immer noch eine mündige Person, das muss er selber machen. Aber Gott kann da Einfluss nehmen. Sonst wird es sehr manipulativ. Nimm dich nicht immer so ernst. Nimm dich wichtig, aber du bist nicht immer so wichtig. Matthäus 16, Vers 25. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Gute Nacht. Harte Worte, aber heilsame Worte. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Da ist Leben drin, weil Gott regieren kann, weil Gott heilen kann, weil Gott Menschen zusammenführen kann, weil er trösten kann, weil er die Wahrheit hineinbringt, weil er all das Wissen hat und all die Kraft und die Liebe zurückzulassen und vorwärts zu schauen. Gott kann das. Ich war auf einer Konferenz die letzten Tage und da ist das Vaterunser immer wieder in verschiedenen Sprachen gebetet worden. Und da war eine Ukrainerin und eine Russin, ich glaube, Frau. Und beide haben nacheinander das Vaterunser gesprochen. Und wir wissen oder erinnern uns vielleicht daran, dass im Vaterunser steht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wow. Das kann nur Jesus. Wenn ich mein Recht abgebe und sage, Gott, ich kann das nicht. Aber wenn du das siehst, dass da zwei Menschen das vorne beten und glauben, Vater, vergib mir meine Schuld, so auch wie ich vergebe meinen Schuldigern. Wisst ihr, was dann möglich ist? Frieden, Wiederherstellung. Das ist nicht von dieser Welt, das ist der himmlische Frieden. Abschließend, sei mutig. In einer Umfrage, wo man Leute gefragt hat, was sie bereuen in ihrem Leben, dann sagen sie, ich war zu wenig mutig. Ich habe zu wenig mutige Entscheidungen getroffen. In Josua Kapitel 1, Vers 9 heißt es, habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und ich glaube, das spricht er jetzt gerade zu verschiedenen Leuten im Livestream, aber auch hier im Saal. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Der Polizist in der Geschichte hat nicht einfach aufgehört und hat sich zufrieden gegeben, dass zwei Kadetten da sagen, wir wissen es auch nicht. Er hat nachgeforscht, hat einen Aufwand betrieben. Und dann hat er irgendwie herausgefunden, dass... Machen wir die Tradition halt auch weiter. Scheint eine ganz wichtige Tradition zu sein, wenn man das schon so lang macht.
Ich lade dich ein, sei mutig in deinem Leben hinzuschauen, ob Gott nicht etwas verändern möchte und Leben reinbringen möchte, wo du in einer Sache stehen geblieben bist, wo du in einem Denkmuster stehen geblieben bist. So haben wir halt immer gedacht. Aber ich möchte dir was sagen, es gibt ein neues Morgen. Es gibt etwas, was Jesus heute tun möchte in deinem Leben. Er ist der lebendige Gott und nicht der tote Gott. Er lebt. Ich lade dich ein, für einen Moment mal deine Augen zu schließen. Wir alle. Und ich lade dich ein, innerlich auf eine Parkbank zu gehen. Und Jesus zu fragen, Jesus, gibt es da etwas, was ich auf die lange Bank geschoben habe? Frag du, sprich du mit ihm. Gibt es etwas, eine Gewohnheit, die du heute Morgen anfangen möchtest, mit einer neueren, besseren Gewohnheit auszutauschen? Ich lade die Band ein, nach vorne zu kommen. Und ich lade dich ein, während diesem Lied mit Jesus darüber zu sprechen. Vielleicht macht dir das gerade Angst, was du da gerade hörst. Ich schaffe das nicht, Jesus. Mich zu öffnen, anstatt mich zurückzuziehen. Ich weiß es nicht, was es in deinem Leben ist, aber ich weiß, was Jesus anspricht, das spricht er an, um Heilung und Leben zu bringen. Und nach diesem Lied werde ich nochmal nach vorne kommen und dann wollen wir als Kirche füreinander beten, dass du einen Durchbruch und Freude und Lebensspendendes heute Morgen ganz tief in dein Herz verankert bekommst.